Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal oder heute, ja, eher beim Backkanal. Heute sind wir zu Besuch bei der Bäckerei Leonhard und bei Bäckermeister Steffen Leonhard. Und ihr wisst, dass für mich nicht nur der Anbau der Lebensmittel eine große Rolle spielt, sondern später auch die Verarbeitung. Und heute haben wir die Chance, mit einem absoluten Profi zusammenzuarbeiten. Er ist nicht nur Bäckermeister, sondern auch Brotsommelier. Steffen, ein Stichwort. Steffen, hi. Hi, Max. Freut mich. Gleich mal Dankeschön, dass wir hier sein dürfen heute überhaupt. Und ich glaube, zu seiner Person werden wir später auch ein paar Worte verlieren. Gleich direkt der Einstieg, Steffen, was für ein Brot machen wir heute? Sagst du am besten Zuschauern. Also erstmal ganz herzlich willkommen. Freue mich natürlich riesig, ja, dass der Max heute da ist. Ja, fühle mich geehrt. Also wir backen heute handwerklich hergestelltes Brot. Und zwar ein Dinkel-Roggenbrot, wo wir auch den Teig mit den Händen herstellen. Ja, was auch mal wirklich auch zeigen kann, dass die Brotherstellung auch ein wirklich ganz tolles Handwerk ist. Dass man auch mal fühlt, wie sich das alles dann so anfühlt. Ja. Und ja, wir können auch demnächst dann gleich damit anfangen. Machen wir. Schneller, heftiger Perspektivwechsel. Fangen wir direkt an, wie gesagt. Steffen, zu Zutaten. Was haben wir denn alles? Also, was wir brauchen, erstmal sehr hochwertige Zutaten, das ist ganz klar. Und anfangen möchte ich erstmal hier Sauerteig, was wir benötigen. Ja. Mhm. Zum Sauerteig werde ich dann noch näher eingehen, werde ich den Teig herstellen, noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja. Ganz wichtig, diese Vorstufen bei der Brotherstellung, ja, bei der handwerklichen Brotherstellung. Hier haben wir einen Weizenvorteig, was wir brauchen. Ja. Dann brauchen wir natürlich ganz tolles Salz. In diesem Fall haben wir mehr Salz. Als Frankreich. Ja. Und hier noch die Bäckerhefen. Brauchen wir, dass der Teig schön aufgeht und auch locker wird. Ja. Wir können da auch den Teig ohne Hefe herstellen, dann müsste man dann aber den Sauerteig ein bisschen anders herstellen. Okay. Ja. Also das funktioniert auch. Das ist dann Stoff für weitere Videos. Wir bleiben heute bei uns am Dinkel-Roggenbrot. Ich will gerne für die Nudeln schütteln. Oder wird er aufgenommen? Ja. Alles gut. Eigentlich andere Ding. Ja, ich mach's. Okay. Haben wir schon was für die Outtakes? Ja, genau. Ich mach's. Okay. Gut. Ciao. So, was wir hier noch brauchen, ist natürlich auch hier Trinkwasser, was wir hier haben. Ja. Wir können da auch ganz tolles belebtes Wasser nehmen oder Mineralstoff angereichertes. Ja, ist auch so eine Philosophie. Aber haben wir hier jetzt nicht. Ja. Dann nehmen wir auch das tolle Trinkwasser hier aus dem Hahn und mit dem backen wir unser Brot. Ja. Und wir auch bei uns in der Stadt, also wir wohnen in der gleichen Stadt, das verrate ich jetzt mal beim Gartenkanal, ein sehr gutes Trinkwasser. Interessanter ist jetzt aber die Frage, ich habe vorhin ein bisschen recherchiert, wollen wir jetzt ein kühles Wasser haben oder ein warmes Wasser zu unser Brot? Spielt es eine Rolle? Also das spielt natürlich schon eine Rolle, natürlich auch die Jahreszeit muss man natürlich beachten. Mhm. Ja. Sind wir jetzt im Winter, haben wir draußen Minusgrade, muss man schon ein bisschen darauf achten, dass man wärmer schüttet, ja, dass der Teig nicht zu kühl ist. Ja. Jetzt haben wir Frühling oder auch heute schon relativ mäßige Temperaturen. Da können wir schon eher kühl schütten. Ja? Also ja, sind wir so bei 15 bis 16 Grad, würde ich jetzt so mal Pi mal Daumen sagen. Ja? Es ist auch immer gut, wenn man kühlere Teige hat. Ja? Somit kann man auch den Prozess, den Garprozess und die Teigruhe ein bisschen hinauszögern. Mhm. Und das wollen wir auch erreichen, damit man noch einmal optimale Geschmack dann erreiche, ja. Okay. Und ja, zu warm wäre eigentlich nichts, ja, es wäre dann einfach auch für die Teigstruktur nichts, er wird viel zu schnell gehen, ja. Man muss dann aufpassen, dass das Brot auch nicht zu reif wird dann später, ja. Lieber kühl, hat man mehr Zeit und hat alles mehr im Blick. Und alles mit Sinn und Verstand, also kochen heißes Wasser, darum jetzt nicht drunter kippen. Nee, das brauchen wir nicht. Nee, das brauchen wir nicht. Jetzt gehen wir ans Mischen, ich habe noch eine zweite Kamera am Start, dass ihr ein bisschen besseren Blick auf das ganze Handwerk hier auch bekommt. Und dann übergebe ich das Wort wieder an Steffen. Ja, danke. Also am besten, ich habe eine saubere Unterfläche, am besten ein Holzbrett oder eine Marmorplatte, Arbeitsplatte zu Hause. Ja, ist optimal. Hier habe ich jetzt die zwei Mehlsorten schön nebeneinander aufgereiht. Einmal hier das Dinkelmehl. Ja, hier schön die gelblich-weiße Farbe. Ja, und hier das Roggenmehl. Ja. Das Roggenmehl hat die Type L50, ja, das sagen wir jetzt auch mal, die Typenzahl, was das eigentlich bedeutet bei Mehl, ja, die Typenzahl bedeutet, wie viel Mineralstoffe in dem Mehl enthalten sind, ja, also bei der Type
55 zum Beispiel sind auf 100 Kilogramm Mehl 550 Gramm Mineralstoffe enthalten. Ja? Und umso höher die Typenzahl ist, umso dunkler das Mehl. Ja? Und hier beim Dinkelmehl haben wir jetzt die Type 630, ja? Also in dem Fall 630 Gramm Mineralstoffe auf 100 Kilo Dinkelmehl. Und hier das Roggenmehl mit der Type 1150. Ja, wir haben es jetzt gerade schon gesehen, Steffen, du hast eine Mulde gemacht. Was hat es damit jetzt auf sich? Ja, für die Mulde ist eigentlich ganz gut, dass man uns, wie ihr seht, in der Mitte so einen Freiraum schaffen, dass wir hier dann die Zutaten nacheinander reingeben. Ja. Und hier geht es am Anfang erstmal ein bisschen Wasser rein, ja, weil auch den Sinn, dass uns jetzt in dem Fall das Wasser nicht davonläuft. Ja. Wenn jetzt Wasser gerade so oben drauf kippen, habt ihr hier gleich eine Überschwemmung, das wollen wir nicht. So, und hier seht ihr jetzt ja, hier haben wir jetzt das tolle Meersalz, das ist auch sehr grobkörnig, ja, also da reden wir auch von der Salzbrühe oben. Das machen wir jetzt erstmal ein bisschen ins Wasser rein, und das ein bisschen auflösen, ja. Das ist auch ganz wichtig, dass man das Salz ein bisschen auflöst. Dann wird es nachher auch wirklich auch gut in den Teig auch sich vermengt und nicht irgendwie so einzelne Salzkörner rumschwirren, ja. Und auch nicht gleich alles, was er nehmen, das muss gar nicht sein. Ja, das brauchen wir gar nicht, das seht ihr ja. Ne? So, dauert jetzt ein bisschen. Ne? Das könnte man auch schon vorab machen, dass man das Salz extra auflöst. Ja, mhm. Natürlich den Arbeitsschritt kann man sich dann sparen, wenn man das vorher macht. Dann nehmen wir jetzt hier die Hefe, die machen wir jetzt außen hin. Ja? Also die Hefe jetzt nicht in das Salzwasser legen, denn das mag die Hefe gar nichts. Gar nicht, ja, weil nämlich dann die Hefezellen dadurch zerstört werden. Ja? Das wollen wir nicht. Gut, dann das Roggenmehl machen wir jetzt auch dazu. So, dann hier den Sauerteig. Ja? Den hast du natürlich selber hier seit Jahrzehnten vermutlich in der Bäckerei. Ja, also das ist schon ein Mitbewohner seit jetzt gut so 7 Jahren. Ja. Das ist auch wichtig, wenn man seinen hauseigenen Sauerteig hat, dass er ihn immer wieder hebt und pflegt und gut füttert. Und dann überlebt er sicherlich auch mich. Ja. Und dann hier den Vorteig. Ja. Und der ganz einfache Unterschied zwischen einem Sauerteig und einem Vorteig ist eigentlich der, dass wir in einem Vorteig Hefe drin haben. Ja? Und das hat nämlich den Vorteil später, wenn man einen Vorteig verwendet, was man erstens mal natürlich für den Geschmack natürlich. Ja? Wir haben schon eine erste Vorverquellung von Mehlbestandteilen, ja? Und haben eine bessere Frischhaltung und haben auch später dann beim fertigen Brot, ja, wenn wir das Brot anschneiden, ein schönes, sauberes Schnittbild von der Krume innen. Ja, also man sagt dann, also sie krümelt da nicht. Ja, man hat dann einfach, man kann das Brot dann einfach besser schneiden. Ja. So, jetzt sind wir schon fast schon mittendrin. Also wie gesagt, ich werde das Wasser jetzt immer wieder höher dazu machen, nicht alles auf einmal. Ja. Das muss ich jetzt immer wieder ein bisschen vermengen. Und was da jetzt am Anfang jetzt sich verbindet, ja, ja. Ist jetzt noch nicht die Stärke, was man so immer vielleicht denkt, ja? Sondern ist das Klebereiweiß, ja? Das Gluten. Ja? Das Gluten. Gluten, quasi das Klebereiweiß, ist jetzt eigentlich hier in dem Fall, was uns die erste Bindung bringt. Ja? Die Stärke, ja, das könnt ihr vielleicht mal selber mal testen, oder das wisst ihr ja, wenn ihr vielleicht mal Soße kocht oder beim Kochen, ja, da könnt ihr ja die Stärke in kaltem Wasser ja anrühren, passiert gar nichts, ja, sie quillt nicht. Also die Stärke, die verquillt nicht im kalten Zustand. Mhm. Ja. Deswegen haben wir hier die Bindung eigentlich nur von dem Klebereiweiß. Ja. Und die Stärke, die bildet dann erst beim Backprozess das Innere vom Brot, die Krume, und die vergleicht er dann bei 65 Grad. Ja. Ja. Kurz von mir mal wieder ein Input. Alles Wichtige unten in der Videobeschreibung zusammengefasst. Und falls mal ein paar Hintergrundgeräusche da sind, tut's uns leid. Hinten im Laden läuft der reguläre Betrieb oder der reguläre Verkauf. Und ja, Steffen, echt nochmal danke, dass du die Zeit hier dir auch nimmst, uns zu zeigen, wie man ein richtiges Brot macht oder ein gutes Brot. Ja, gerne natürlich. Na, am Anfang fühlt sich alles noch ein bisschen sehr krümelig an, aber das ist ganz normal. Ja, es ist halt einfach
die erste Mischphase, wo wir halt haben. Mhm. Und bevor ich es vergesse, nehmt auch gern so einen Teigschaber dazu. Ja, das gibt es, denke ich, auch überall zu kaufen, denke ich. Ja. Und das ist auch ganz gut. Ja. Könnt ihr das immer so auch ein bisschen, habt ihr das besser im Griff, ja, dass ihr auch immer das ein bisschen so zusammenschiebt. Ja. Also man könnte den Teig jetzt natürlich auch in der Maschine machen. Aber ich glaube, da geht es auch wieder hier Learning by Doing. Wenn man es einfach selber mit den Händen macht und auch selber fühlt, lernt man es, glaube ich, einfach besser. Würdest du das als absoluter Fachmann, Profi jetzt hier unterstützen, die Aussage, oder? Natürlich zu 100%. Super. Ja. Dankeschön. Weil wir hier natürlich haben wir hier auch Maschinen hier im Hintergrund. Mhm. Ja, also es geht natürlich nicht ohne. Ich weiß jetzt noch, wie der Opa oder der Urgroßvater früher gearbeitet haben, ja. Da wurde wirklich die Teige noch von Hand gemacht, auch in so große Teigmulde. Enorme Mengen dann auch. Auch enorme Mengen und es war schon richtig harte Arbeit, ja. Und ja, das könnten wir heute nicht mehr bewerkstelligen, ja. Also, aber wichtig ist jetzt halt mal, dass man diese kleine Menge Teig einfach mal mit der Hand macht, ne? Dass man einfach schlichtweg mal das Gefühl bekommt, wie sich einfach mal ein Teig entwickelt. Ja. Also Teig ist ja auch ein Stück weit ein Lebewesen, ja. Muss man ganz einfach sagen, mit einer gewissen Mikrobiologie, wo man drin haben. Durch die Hefe? Durch die Hefe natürlich, auch von dem Sauerteig, vom Sauerteig. Ja. Wir haben einmal die Hefezellen natürlich von der Hefe, aber auch vom Sauerteig und die Mikroorganismen, Milchsäure und Essigsäure. Ja. Also, und wir wissen ja schon alle, dass die Stämme einfach leben, ja? Ja. Und das ist auch wichtig, das brauchen wir ja auch. Ja? Also jetzt seht ihr ja eigentlich schon, wie sich das jetzt zum Teig jetzt entwickelt. Ja? Wie gesagt, die Stärke spielt jetzt hier noch überhaupt keine Rolle. Es ist wirklich nur das Klebereiweiß, ja? Wo jetzt schon so mit dem Wasser zusammen so ein leichtes Klebermembran oder Klebernetz bildet, ja. Wirklich kann man sich vorstellen, wie so ein Netz, wie so ein Fußballnetz, ja. Ja. Und die Wassermoleküle sind in diesen Netzen eingelagert, ja. Und das schwabbelt so hin und her. Ja? Wenn du jetzt so kräftig gerade am Kneten bist, oh Gott, ich falle wieder in den Dialekt zurück, können wir eigentlich auch gleich im Dialekt weitermachen. Wenn du jetzt so am Kneten bist, kann man Teig überkneten? Geht es? Oder kann man, also zu kurz kneten, klar, wenn er so grisselig ist, der Teig, aber kann man ihn zu lange kneten? Also man kann den Teig auch zu lange kneten, aber heutzutage sind die Mehle eigentlich so gut, ja, dass so gut gezüchtet, wir haben so gute Weizensorte, Dinkelsorte, ja, dass es relativ schwierig ist, den zu überkneten. Aber es funktioniert, also mit der Hand würde man es wahrscheinlich noch eine Stunde brauchen. Ja, mit der Maschine wird es jetzt wird's auf jeden Fall schneller gehen, ja. Und aber ich denke, wenn man überknetet, ja, also das macht man schon automatisch eigentlich nicht, ja, weil man eigentlich ja, weil man die Kraft einfach nicht hat. Die Kraft eigentlich nicht hat, ja. Und was dann halt passiert, wenn man überknetet, ja, dass, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass das Klebernetz in den Wassermoleküle, dass das einfach wieder aufbricht. Das ja. geht wieder auf. Dass es einfach dann zerstört ist. Ja. Wenn man es dann überknetet, hat man auch zu viel Wärmeeinwirkung. Ja. Also zu viel Lufteinschlag, zu viel Oxidation. Ja, ja. Okay. Und das Ganze wird dann halt zusammenfallen wie ein Kadelhaus. Und das wollen wir nicht. Ja. Also es ist natürlich viel schwieriger, also ich merke schon, ich schnaufe, das ist ein bisschen Handarbeit, ja. Handwerk, ja, Handwerk. Haben wir ja gleich in der Einleitung auch gesagt. Und, so. Jetzt also eigentlich sollte ja ich kneten und machen, aber ich glaube, dann brauchen wir ein bisschen mehr Zeit für ein Video drehen. So, jetzt haben wir eigentlich schon eine sehr gute Teigentwicklung, aber wir müssen jetzt auf allen mal noch ein bisschen Mehl hernehmen, ja, das ist doch dann nicht zu Ei klebt. Und dann kann man einfach noch ein bisschen mehr Kraft auf den Teig ausüben, dass man einfach dann eine schöne Struktur bekommt. Also das ist auf jeden Fall jahrelange Erfahrung, aber hättest vielleicht so eine Merkregel für die Zuschauer, wann jetzt der Teig für dich fest genug ist oder weich genug ist?
kommt es eigentlich immer darauf an, was will ich im Endeffekt für ein Gebäck haben. Mhm. Ja. Also bei unserem Brot jetzt hier beim Fall. Brot, ja, da brauchen wir eigentlich schon ein bisschen ein festerer Teig, mhm. sage ich mal so, in Anführungsstrichler. Wie wenn ich jetzt zum Beispiel Baguette machen würde oder ein Ciabatta. Oder die Brioche, wo ja in Olivenöl reift. Genau. Ja. Also da muss man schon ein bisschen überlegen, was man halt haben möchte. Ja. Und aber so die Faustregel ist eigentlich so, wenn der Teig fertig ist, dass er einfach auf der Oberfläche dann beim Nähprozess immer oben glatter wird. Ja? Und man kann das auch so ein bisschen prüfen. Also man nimmt jetzt das Stück weg und macht jetzt hier mal den Fenstertest. Ja? Den Fenstertest? Fenstertest heißt eigentlich so, man nimmt das Stück Teig und zieht ihn ganz leicht voneinander, vorsichtig. Und wenn er jetzt gleich reißt, ja, ist dann hier Anzeichen, dass man noch kneten müssen. Also das ist mir das wichtig, wenn er mal einen Teig macht, macht bitte vielleicht wirklich mal mit der Hand. Ich denke schon, dass wahrscheinlich jeder eine Küchenmaschine zu Hause hat. Ja. Also das wird man auch nicht oft machen, dass man den mit der Hand macht. Wenn man jetzt dann zum Beispiel wirklich mal einen Ciabatta-Teig machen möchte, ja, da brauchen wir schon sehr viel Geduld. Weil der ist halt deutlich weicher, der Teig, ja, und er klebt halt mehr. Aber jetzt merkt ihr mit der Zeit, ja, die Hände werden immer ein bisschen sauberer sozusagen. Ja. Ne? Und mit dem Fenstertisch, ja, das mache ich eigentlich so, man muss halt immer das wieder prüfen, kann man. Und eigentlich ist das Klebern jetzt gut ausgebildet. Ich zeige es jetzt gleich. Das wird aber noch nicht so weit sein, deswegen, das, wie gesagt, mit der Hand geht es einfach ein bisschen länger. Er ist auf jeden Fall noch nicht fertig, also man muss ihn wirklich so weit ziehen können, dass man eigentlich fast durchziehen kann. Also es ist jetzt schon eigentlich besser wie vor 2-3 Minuten. Ja? Aber dann müssen wir jetzt sicherlich noch 2-3 Minuten so durchwalken, bis wir eigentlich das optimale Ergebnis haben. Also kommt man ganz schön schwitze. Bitte da, der Hand auch. Das? Ich bin froh, dass du machst. Anstrengend, ne? Ja, total. Bestes Video für mich. Noch nie so wenig. Oh, die Kamera läuft noch. Noch nie so wenig machen müssen für ein Video. Nächster Schritt: Thema Teig gehen lassen. Den Teig, den wir jetzt geknetet haben, wie lang sollte der jetzt gehen? Bei welcher Temperatur ungefähr? Also am besten ist so lange wie möglich. Ja, so lange wie möglich. Was heißt das jetzt? Ich sage immer, um das Beste zu zum besten Ergebnis zu kommen, eigentlich Teigherstellung am ersten Tag machen und das Brotbacken am zweiten Tag. Ja? Weil ihr müsst euch wirklich dran denken, also Zeit ist der wichtigste Aromaspender, den wir haben. Ja? Und zur Teigruhe, das heißt jetzt nicht, dass sich jetzt der Teig hier schlafen legt. Ja? Also hier passieren wirklich spannende Sachen. Und das haben wir vorbereitet, natürlich. So, hier seht ihr jetzt einen optimal gegarten Teig. Ja? Also der ist jetzt 3-4 Stunden gegart. Ja? Gegart? Geruht, Entschuldigung. Gare den wir später. Und was passiert eigentlich bei der Teigruhe? Natürlich seht ihr erst einmal das Volumen, verdoppelt sich natürlich deutlich. Mhm. Ja? Und warum ist das so? Natürlich haben wir hier jetzt das Lockerungsmittel, die Hefe drin und haben aber auch noch als Lockerungsmittel das Sauerteig. Mhm. Ja, also wir haben hier zwei biologische Lockerungsarten. Chemische brauchen wir nicht, wollen wir nicht, gibt es hier nicht. Gut, bei der Teigruhe passiert Folgendes, also das Klebernetz stabilisiert sich. Ja? Das Fußballnetz? Also das Fußballnetz, mhm. Das Klebermembran, ja, also die Wassermoleküle bettet sich noch besser ein, ja, fühlt sich dann einfach wohl und schwappelt nicht so hin und her. Aber das Allerwichtigste ist eigentlich die alkoholische Gärung. Ja? Mhm. Also die, Alkohol, da ist aber kein Bier drin oder sowas. Nee, aber es entsteht Alkohol und der entflieht. Und der löst sich dann quasi in Luft auf. Durch die Hitze später beim Backen. Genau. Und was da ist, also die alkoholische Gärung, ist eigentlich so, dass die Hefe, der Traubenzucker vergärt, die Glucose, und dann entsteht Kohlendioxid, CO2 und der Alkohol. Ja?
Und das Kohlendioxid will natürlich nach außen. Das sind dann die Bläschen, die man hier sehen. Die Bläschen, ja. Und der Teig geht auf, geht auf, geht auf. Ja. Und das ist dann der Prozess, also der wirklich der wichtige Prozess, wobei die Teigruhe halt geschieht. Ja. Und dann natürlich die ganz tolle Aroma dann natürlich auch entstehen. Ja. Ja. Wie gesagt, das kann man auch immer noch beeinflussen, wie gesagt, wie weich der Teig ist, wie fest der Teig ist. Was von Sauerteig, ja, was von Vorteig, also Zutaten, Sonnenblumenkerne, Leinschrot, was man halt alles machen kann. Alles, was man machen kann, ja, natürlich. Und wie gesagt, von der Teigruhe würde ich jetzt schon sagen, Minimum 3 bis 4 Stunden. 3 bis 4 Stunden. Ja, würde ich schon sagen. Zimmertemperatur, jetzt nicht unbedingt, wie es immer so heißt, vor der Ofenstelle, ja. Also lieber so ein bisschen ein gemäßigter Ort, ja, wo man es auch gut im Blick hat. Ab und zu mal ein bisschen prüfen, ja. Und ist auch so, ja, ganz gut kann man es eigentlich auch so ein bisschen feststellen, wenn man dann auch ein bisschen so die Druckprobe macht, ja. Also hier seht ihr jetzt, der Teig hat jetzt gut geruht, ja, hier drücke ich jetzt ein, ja, und die Delle kommt eigentlich so langsam wieder raus, ja. Und hier kann man es jetzt gut sehen, bei dem Teig, der liegt ja noch nicht lang, ja, wir haben auch bewusst wenig Hefe drin, das wollen wir auch, dass wir jetzt den Hefegeschmack haben. Wenn ich jetzt hier reindrücke, bleibt es gerade. Ja. Und das ist auch ein guter Hinweis, dann später, bevor wir es in den Ofen bringen, eine optimale Gabe. Ja. Ja. Aber so kann man auch wirklich, wenn man den Teig so ein bisschen, wenn man es drüber langt, ja, wirklich auch mal so drauf tätscheln. Mhm. Ja. Liebevoll. Liebevoll. Er fühlt sich richtig schön, also in der Fachsprache sage ich mir wollig, wattig, also wattig. Schön Platz, ja, also ja, da wird man sich liebste gern reinlegen wie so ein Wasserbett. Ja. Und das ist eigentlich die Teigruhe. Das ist auch ganz wichtig, dass man die geben, wie gesagt, wirklich auch für den Geschmack und für das Produkt, das wir dann später haben. Ja. Wie gesagt, wenn wir alles schnell machen wollen, das wollen wir nicht hier, machen wir auch nicht. Das gibt es im Discounter mit einem Kaugummibrötchen da. Genau, ja. Wenn es schnell gehen muss. Und wenn man dann vielleicht, wenn man sich so Brot kauft, ja, wenn man dann vielleicht mal danach ein bisschen Magerkrummel hat, dann braucht man sich vielleicht auch nicht wundern, weil es halt dementsprechend durch bestimmte Hilfsstoffe oder halt Zusatzstoffe, durch zu viel Hefe, ja, durch Emulgatoren, einfach dann halt schnell gehen muss in dem Fall. Aber natürlich für den menschlichen Organismus nicht optimal. Ja. Und für den Genießer natürlich auch nicht. Für den Genießer natürlich auch. Und auch fürs Handwerk natürlich auch nicht. Nee. Also das Handwerk zweimal nicht, klar, also gerade für uns, für so einen kleinen Betrieb, ja, ist eigentlich das schnell und das Schnelllebige ja nicht tödlich. Ja. Ja. Man merkt ja schon, dass da wirklich sehr viele Betriebe zumachen. Ist sehr schade, geht viel Wissen verloren. Aber viele Betriebe trauen sich halt auch nicht. Sich umzustellen, einen anderen Weg zu gehen, ja, und es ist schade, aber genau anders. Ich glaube, das wäre schon wieder Stoff und extra Video und jetzt habe ich von laufender Kamera hier in Steffen, jetzt gar nicht flunkern. Du hast gesagt, wenn es dir Spaß macht, wenn es cooles Video dreht, kann man vielleicht noch ein zweites oder drittes Video vielleicht machen. Hast du Spaß? Könntest du dir vorstellen? Also musst du erst mal das geschnittene Video noch sehen, aber grundsätzlich so, ja. Grundsätzlich mag es auf jeden Fall, es macht riesig viel Spaß und wie gesagt, das ist ja nur ein klitzekleines Thema, was wir hier jetzt haben. Es ist schon also riesig, das Thema. Wir können ja wirklich jedes Produkt auseinandernehmen, wenn man wollen, bei mir. Und dann würde ich sagen, ja, die Leute, schreibt uns mal einen Kommentar. Was interessiert euch am meisten? Wollt ihr ein Zopfvideo? Wollt ihr ein Brezelvideo? Oder das Video zum perfekten Weckle? Das wäre jetzt für mich so ein Ding. Das heißt nicht Brötchen, das heißt Weck. Ja, und da könnt ihr uns gerne unten einen Kommentar da lassen. Also die Erfahrung, die der Steffen hat, ist natürlich nicht zu ersetzen hier beim Brotbacker. Wir werden euch die ungefähren Mengenangaben natürlich in die Videobeschreibung machen. Wie gesagt, alles Wichtige kommt da rein. Und jetzt gehen wir zur Portionierung. Gell? Ja. Zur Portionierung. Genau, jetzt gehen wir zur Portionierung. Wir haben, wie gesagt, den Teig jetzt von einem Kilo Gesamtmehl gemacht. Ja. Ja. Und mit der restlichen Zutaten, Wasser, Sauerteig, was wir haben, bekommen wir so hoffentlich 3 Brote raus mit 500 Gramm Gebäckgewicht. Ja. Ja. Da brauchen wir die Waage. Diese Waage, denke ich mal, habt ihr sicherlich zu Hause, Haushaltswaage. Also ihr könnt natürlich auch von dem ganzen Stück nur ein Brot machen, so ein schöner Leib. Ja. Das müsst ihr jetzt nicht portionieren. Dass er das einfach am Stück backt. Braucht natürlich dann ein größeres Körbchen. Ja.
dass ihr einfach nur eine Schüsselbude habt, einen Topf, wo ihr dann am besten so ein Handtuch reinlegt oder so ein Leinentuch. Ich simuliere es jetzt gerade mal hier mit dem Korb. Ja. Ja, wenn es jetzt eine Schüssel wäre, da so ein Haushaltstuch reinlege, ja, und dann ein bisschen Mehl reinstaube zum Beispiel. Und dann könntet ihr jetzt den kompletten Teig hier reinsetzen. Mhm. Ja. Das machen wir jetzt aber nicht. Also wir portionieren es jetzt in drei gleiche Teile. Da haben wir so ca. 600 Gramm. Ja, also wir in der Bäckerei sind ja ein bisschen am Handwerk, in der Handwerksordnung, müssen wir uns an Gewichte halten. Ja. Die Waage müssen geeicht sein. Also gerade die im Laden kommt ab und zu dann mal ins Eichamt und kontrolliert es. 600 Gramm, ja, ein bisschen mehr, den wir dann gerade noch verteilen. Man sieht es, glaube ich, gerade hier nicht mal das Spiegel auf der Kamera, also wir sind jetzt auf der sicheren Seite. Und jetzt haben wir hier die Teigstücke. Und jetzt, wie bekommen wir jetzt das hier zum schönen geformten Brotleib oder zum runden Brotleib? Da müssen wir dann zuerst einmal das Teigstück versuchen, zu einer Kugel zu formen. Mhm. Ja? Ihr könnt das ganz einfach so machen, soll ich sagen, am einfachsten, wenn ihr den Teig einfach versucht umzukrempeln. Ja? Also das nennt man eigentlich in der Fachsprache Krempeln. Ja? Ich zeige es mal hier, wie es am einfachsten geht. Dass man einfach immer wieder den Teig so von oben nach unten zieht, so in die Handfläche reinzieht. Ihr seht, ja, wie sich jetzt das so langsam zu einer Kugel formt. Das wäre jetzt die erste Möglichkeit. So wie wir es jetzt machen, oder wie es eigentlich die Bäcker können sollte, wir tun jetzt das Ganze eigentlich rund wirken, so heißt die Fachsprache, ja, wirken oder rundstoßen. Ja, wir können beide Hände zur Hand nehmen, zur Hilfe nehmen, ja, und versuchen dann, je nachdem rechts oder linkshänder, ich jetzt in dem Fall rechts, den Teig mit der Fingerspitze zu sich herzuziehen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Mehl, weil das nicht klebt. Und dann mit dem Handballer wieder wegzustoßen vom Körper weg, ne, aus der Schulter aus, immer die Bewegung herziehen mit der Fingerspitze und dann so leicht wieder wegdrücken. Ja. Und die linke Hand könnt ihr immer so ein bisschen zur Hilfe nehmen, dass euch der Teig nicht abgeht. Ja. Dann habt ihr die Bewegung, dann müsst ihr versuchen, dass der Unter, wie jetzt beim Krempeln, Unter so einen Schluss hinbekommt. Ne. Wunderschön. Dann haben wir jetzt die Kugel. Ja? Jetzt haben wir zwei Kugeln und jetzt kommt noch was Längliches. Ja, wir machen aber trotz allem als Ausgangspunkt, brauchen wir immer eine Kugel. Das ist immer ein bisschen eine Kugel. Einfacher. Ja, wir machen beim Baguette, der ist jetzt zum Beispiel ein bisschen anders da, aber jetzt bei dem Ding wie Roggenbrot nehmen wir immer eine Kugel. Was ihr auch noch machen könnt, ihr könnt das natürlich auch einfach mit so in zwei Händen nehmen, ja, und einfach diese Kreisbewegung machen. Sieht schon mal wesentlich anspruchsvoller aus, wenn ich es anmerken darf. Und habt dann natürlich auch hier eine Kugel. Ja? So, dann haben wir hier die Gärkörbler. Die gibt es ja inzwischen, glaube ich, auch zu kaufen in jedem gut sortierten Haushaltsgeschäft. Hier das Runde, hier das Lange. Ja, das Runde, ganz klar, setzen wir jetzt hier rein. Hier könnt ihr jetzt dann noch ein bisschen das Gerstenkörbchen ein bisschen aussieben. Natürlich dann mit Dinkelmehl oder Roggenmehl. Nicht zu vergessen, immer das Mehl auch verwenden, wo man dann einen Teig hat. Und setzt es einfach die Teigkugel hier rein. In dem Fall mit dem Schluss nach oben. Ja? Weil später, wenn man es dann wieder kippt, kurz vorm Einschießen, schließt der Schluss Blech. Dann unten. Genau. Ja? Und jetzt haben wir hier das längliche Brotkörbchen, ja, so ein kleiner Leib. Deshalb hier die Kugel. Hier ist dann einfacher, dann den Leib zu formen. Ja. Die Kugel legen wir vor uns, drüber ist dann so ein bisschen flach. Und jetzt nehmen wir die obere Hälfte zur Mitte klappe, ja, drüber ist mit der Fingerspitze ein bisschen fest. Ja. Dann die untere Hälfte auch zur Mitte. Und jetzt seht ihr schon, so langsam seht ihr schon, was es gibt. Das ist so, das ist so leicht, so wie ein Leib aussieht.
Und dann die obere Hälfte wieder runter. Ja. Und jetzt sehen wir es ein bisschen festdrücken. Noch ein bisschen, ganz zärtlich, ein bisschen lang rollen. Ja. Und dann setzen wir das auch mit dem Schluss nach oben hier in die in das Gärkörbchen rein. Ja. Dann machen wir noch eine dritte Form, das ist gleich eine Spielerei. Aber man hat besser sehen, was man alles machen kann. Ich mache auf meinem Kanal so viel Spielerei. Alles gut. Ja, also dann müssen wir quasi die Kugel nehmen, drehen sie rum und den ungefähr ein Drittel flachdrücken. Mhm. Und dann brauchen wir noch ein Wellholz. Ich denke, das hat auch jeder zu Hause. So ein Nudelholz. Gut, vielleicht nicht in der Größe, aber. In der Größe vielleicht nicht, ja, genau. So, und dann rollen wir das richtig dünn nach außen. Dieses Drittel. Dieses Drittel, mhm. Ja, richtig, richtig mulmig, richtig dünn rollen. Ja. Immer so ein bisschen Mehl, man kann auch so leicht ein bisschen draufstauben. Ja. Macht gar nichts. Immer besser, wenn es dann anfängt zu kleben. So. Und jetzt muss ich schon aus dem Bild muss was holen. Alles gut. So, hier bitte wieder. Ja, super, so Max. So soll es eigentlich sein, ja. Ich meine, hier ein bisschen Öl nehmen wir. Pflanzenöl, Olivenöl, egal. Ein bisschen Dupsel drauf machen, nicht zu viel. Das reicht gerade zum Pinselstrich. Und lege das gerade über. Ja? Ja. Das muss ich noch mal kurz in einer Ansicht zeigen. So sieht die Geschichte hier dann aus. Bin gespannt, wie es später aussieht. So, und jetzt haben wir ja unser Brot aufgearbeitet und jetzt müssen wir es natürlich auf Gare stellen. Mhm. Ja? Und jetzt darf der Teig wieder ruhen, darf sich entspannen. Der Prozess wiederholt sich jetzt wieder wie bei der Teigruhe. Ja. Wir hatten jetzt hier eigentlich eine Zwischengare am Anfang, mhm, und jetzt haben wir eigentlich die Endgare. Die Endgare. Ja. Also man kann zur Teigruhe kann man auch schon eigentlich Gare sagen, weil schlichtweg gar nichts anderes passiert. Ne? Okay. Wie jetzt bei der Endgare. Und jetzt müssen wir halt einfach ein bisschen warten. Wie lange warten wir jetzt? Eine halbe Stunde hast du? Also eine halbe Stunde werden wir sicherlich brauchen, ja, also das denke ich auf jeden Fall. Wie gesagt, Besser länger. Aber wie gesagt, wir haben auch wenig Hefe drin, deswegen wird es sicherlich auch um die halbe Stunde gehen. Und ja, dann stellen wir es zur Seite. Wir können jetzt auch in dem Fall ein bisschen abdecken mit einer Folie. Ja, damit es nicht zu eik verhautet oben drauf, das ist nicht optimal für die Krustenbildung, mhm, nachher. Ja. Dass man ein bisschen eine Folie drüber lege. Hier in dem Fall ist es nicht so wichtig, weil das später eh gedreht wird. Von dem her ist das nicht so schlimm. Okay, Teig darf ruhen und ich glaube, wir trinken Kaffee. Wir trinken jetzt einen Kaffee, den haben wir uns verdient. Das hast du dir verdient, auf jeden Fall. Teig ist gegangen, wir sind von der Kaffeepause zurück. Jetzt kommt unser Brot in den Ofen. Steffen, kurz zur Temperatur. Wie viel Grad haben wir? Ich glaube, hier steht es auf. Ja, hier haben wir jetzt 230 Grad. Ja, also man muss ein bisschen aufpassen. Ich habe hier natürlich einen ganz anderen Ofen, denke ich, wie oder heim, hier, ja, zu Hause natürlich vom Heizen stehen. Ja. Auch muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil wir auch jetzt hier sehr wenig Brot haben. Mhm. Kann ich jetzt nicht richtig voll Stoff geben, also ein verbrennendes das Brot. Mhm. Aber so als Anhaltspunkt, das gebe ich auch immer bei meinen Backkurse, bei den ganzen Rezepten dann auch, steht es dabei. So 240, 250 Ober-Unterhitze. Ober-Unterhitze, ja, keine Umluft. Nee, keine, ja, Umluft, ja. Ober-Unterhitze ist eigentlich optimal, erstens mal für die Kruste, zur, mhm, Krustebildung, auch als mal gescheite Bohne bekommen. Ja. Umluft, dann bekommen wir einfach keine tolle Kruste, eine zähe Kruste, wo so ledrig wird mit der Zeit, ja, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Deshalb Ober- und Unterhitze,
wäre optimal. Also es gibt da weniger als gute Haushaltsbacköfen schon. Auch mit Dampffunktion. Jetzt kommen wir gleich zu Dampf. Hat das, auch. Ja, das wollte ich fragen, mit der Schüssel Wasser auch mal reinmacht ab und zu. Ja, genau. Also das kann man natürlich machen, wenn man einen Ofen hat ohne Dampffunktion, dass man eine Schüssel heißes Wasser unter reinstellt. Mhm. Ja. Dass man einfach am Anfang eine Dampfentwicklung hat. Ja. Ja. Und die Schüssel Wasser, die kann man dann ungefähr so 10 Minuten drinstehen lassen oder 5 Minuten, je nachdem, ja, dass ich halt eine gewisse Menge Wasserdampf dann entwickelt. Ja. Und vielleicht noch kurz, warum die Schüssel Wasser oder warum den Dampf? Was bringt uns das? Macht es die Kruste weniger kross oder ein bisschen dicker oder was ist der Effekt davon? Also der Effekt ist eigentlich der, es gibt zwei Effekte. Erstens mal, dass eigentlich der Wasserdampf bewegt, dass die Hitze im Backraum besser verteilt wird. Mhm. Und dann natürlich, dass man auf das Gebäck einen schöneren Glanz und ein größeres Volumen bekommt. Mhm. Ja. Weil der Wasserdampf, der macht die Teigoberfläche geschmeidig. Mhm. Ja. Und das Gebäck kann sich dann weitestgehend ausdehnen. Okay. Ja. Und den Effekt hat eigentlich dann der Dampf, ja, dass man das dann erzielt. Ja. Was dann aber auch wichtig ist, dass man dann den Wasserdampf wieder versucht rauszubekommen oder rausbekommen sollte. Ja. Weil wenn man zu viel Dampfentwicklung hat in der Backkammer, ja, dann reißt das Brot auch drauf. Ja. Dann haben wir den Effekt wieder verloren, dann haben wir keine glatte Kruste, Brot kann auf breit laufen, ja, ja. Weil es einfach zu viel Feuchtigkeit auf der Oberfläche drauf ist. Ja. Und deshalb wäre es wichtig, dann die Schüssel rauszunehmen oder ganz einfach dann die Klappe von der Ofentür einfach aufmachen. Das Dampf da zum Beispiel kann. Ja. Was man auch machen kann, man muss nicht unbedingt die Schüssel reinstellen mit Wasser. Man kann hier ganz einfach so eine Sprühflasche nehmen. Du kennst das sicherlich als Gartenfläche. Von der Jungpflanze an so. Ja. Ja, dass man einfach dann hier vorne reinsprüht. Mhm. Ja. Der Backraum aussprüht, hat eine Dampfentwicklung und das reicht dann. Ne? Weil dann, wenn dann direkt natürlich der Dampf auf das heiße Metall kommt, hat man sofort den Dampf, wo man will. Ne? Bei der Wasserschale geht es dann halt einfach länger. Genau, dauert. So, hier haben wir jetzt das optimal gegarte Brot. Ja? Jetzt können wir hier auch wieder mal die Druckprobe machen. Ne? Also ich drücke jetzt mal rein. Und jetzt seht ihr, es kommt wirklich auch langsam wieder raus. Ja? Also wie gesagt, das springt jetzt nicht raus. Wenn es jetzt so rausspringen wird, dann wäre es eigentlich noch zu früh um für den Ofen. Wenn es gar nicht mehr rauskommen wird, dann hätte man es ein bisschen verpennt. Und zu Hause, das Beste ist, wenn ihr einen Backstein habt, so einen Schamottstein, also einen Pizzastein, ja, da drauf das Brot direkt zu backen. Ja, ihr könnt auch ein Backpapier drauflegen, damit es vielleicht nicht zu dunkel wird unten, aber müsst ihr einfach selber austesten, ihr könnt euren Ofen am besten. Ja. Ja. Ich bringe jetzt hier natürlich das Brot mit dem Holzschießer rein, ja, direkt auf der Herdplatte. Das gehört auch bei uns zur Philosophie, dass wir unsere wirklich handwerklich hergestellten Brot auch direkt auf der Herdplatte backen. Mhm. Ja, hier haben wir dann eine ganz tolle Krustebildung, was natürlich dann für ein tolles Aroma da ist, sehr wichtig ist. Ja. Jetzt geben wir mal das Brot hier drauf, ja, den legen wir mal schräg, so. Oh, ich finde auch das Muster vom Brotkörbchen oder vom Gärkörbchen? Ja, Gärkörbchen. Ja, jetzt können das nur noch ein bisschen, ja, jetzt machen wir das dahinter auch gleich drauf. So. Oh ja. So, jetzt tun wir es noch einschneiden, das hat den Grund, ja, damit uns dann die Teigoberfläche auch nicht zu steig reißt, ja, oder zu eig, wie soll man sagen, also der Ausbund von dem Brot nicht zu steig wird. Ja, deshalb schneiden wir es jetzt ein. Am besten, man nimmt so eine Rasierklinge oder ein scharfes Haushaltsmesser, ja, und hier schneiden wir es gerade über Kreuz ein. So, ja. Und so kann natürlich dann, ne, haben wir dann etwas in den Ofen bringen, auch einen Ofentrieb, wo dann auch quasi der Kohlendioxid, wo entsteht bei der Gärung, entweichen möchte. Und das kann halt dann hier dann einfacher durch die Schnitte. Sonst will er halt überall an jeder Stelle sonst raus. Platzt die Kruste auf, wenn man zum Beispiel Bratwurst beim Griller auch nicht einsetzt. Sonst platzt die Kruste auf, ganz korrekt. Ja.
So, ich nehme jetzt gerade mal, ich simuliere den Dampf jetzt mit der Sprühflasche, ja. Ich kann es auch hier manuell machen, aber das mache ich jetzt nicht. Oder das jetzt sieht, das zischt richtig, ja. Wenn das Wasser hier auf das heiße Metall und die Herdplatte kommt. Na, und dann ziehe man das schnell ab. Ich muss ja schnell abziehen, damit es nicht kleben bleibt. So, und jetzt haben wir hier noch unser drittes Brot. Mhm. Ja. Und jetzt schauen wir mal, also das ist auch eine Spezialität aus Frankreich. Und zwar nennt sich das Chapeau. Chapeau heißt so, dann beziehen den Hut. Ja. Den Effekt erziele man dadurch, dass es noch so aufklappt. Ja? Okay, das klappt auf durch unser Olivenöl. Genau. Ja, und jetzt können wir hier noch dreimal einschneiden. Ja, kann man einfach auch seine Fantasie freie Lauf lassen, wie man es dann einschneidet. Ne? Und da sind sie drin, unsere drei Brote. Sie drin. Jetzt können wir auch gerne noch einmal ein bisschen nachdämpfen. Mache jetzt mal, ja. Machen wir die Klappe zu. Tipptopp. Wie lange bleiben unsere Brote jetzt drin? Ungefähr Pi mal Daumen. Also, ja, da habe ich jetzt so wirklich eine sehr kleine Ofenbestimmung. Mhm. Müssen wir aufpassen. Also länger wie eine halbe Stunde wird es sicherlich nicht abgehen. Ja. Ja. Da muss ich aufpassen auf eine Temperatur. Deshalb muss ich jetzt hier meinen Brenner schon ausschalten, mhm, weil mir dann der einfach zu heiß wird. Ja. Ja. Und ja, wie gesagt, zu Hause im Haushaltsofen, dann mit der Hitze zum schnell runter kühlen, ja, möchte dann aufmachen, genau, ja. Ja. Weil es ist immer gut, wenn man bei so größeren Brote halt eine fallende Backtemperatur, mhm, hat. Mhm. Also es ist halt schwierig, bei einer Temperatur durchzubacken, weil halt sonst kann es sein, ob das Brot dunkel, mhm, wird oder schwarz, je nachdem, und innen halt nicht durchgebacken, ja, ist, ja. Genau. Deshalb lieber die Hitze reduzieren, mhm, heiß anbacken bei 240, 250 und dann der Haushaltsofen, mhm, auf 200 Grad stellen. Wenn wir dann mal beim nächsten Video drehen, vielleicht mal Baguettes machen, mhm, oder mal ein Brötchen oder ein Brezel, ja, dann müssen wir den Ofen nicht, mhm, zurückstellen, also dann können wir eine Temperatur fahren. Da sieht die Geschichte wieder anders aus. Und ihr habt die Wahl, unten ist eine Chance, wir haben hier einen Bäckermeister und Brotsommelier. Wenn ihr mehr Infos zur Bäckerei Leonhard wollt, unten Instagram-Link, Homepage, alles verlinkt. Schaut gerne mal rein. Die sind auch nicht nur hier in Bretten in der Filiale, ihr seid auch im Markt auf Karlsruhe, auf dem Markt in Karlsruhe. Bruchsal glaube ich auch. Bruchsal sind wir auch, ja. Ich glaube, aus Bruchsal haben wir auch ein, zwei Zuschauer und ja, wie gesagt, Daten, Fakten, alles unter der Videobeschreibung oder dann eben auf den Präsenzen der Bäckerei Leonhard. So, jetzt. Ja, ein bisschen warm vorm Ofen. Es wird warm, ja. Eine richtige Strahlungshitze, ja. Und ich würde sagen, jetzt lass mal ein bisschen Zeit vergehen und im nächsten Schritt. Aber wir stellen den Wecker. Dass wir es nicht vergessen. Ja. Mal eine Viertelstunde, gucken wir mal rein. Okay. Wir können auch vielleicht jetzt schon mal aufmachen. Vielleicht sehen wir was. So sieht es jetzt nach 5 Minuten aus. Genau, also Ofentrieb ist im Gange, ihr seht, das Volumen ist deutlich größer, ja, und jetzt vergleicht dann auch schon die Stärke und es bildet sich das Innere vom Brot, die sogenannte Krume. Brot ist aus dem Ofen, würde sagen, ja, Pi mal Daumen, eine halbe Stunde, wie gesagt, was drin. Und jetzt haben wir natürlich noch den Klopftest, um festzustellen, ob es auch durch ist, genau, richtig gebacken. Gebacken ist, ja. Ja, also man hatte immer bei der Rezeptur diese Zeitangabe, ja, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Hier war es jetzt, wie es der Max gesagt hat, so circa eine halbe Stunde im Ofen. Um das festzustellen, ob das Brot dann gebacken ist, ja, können wir ganz einfach die Klopfprobe machen. Ja. Also das fertige Brot nimmt man dann, ne, und dann klopft man einfach hier auf dem Boden, wenn das da so hohl klingt wie eine Holzwand, ja, das ist eigentlich so ein Anzeichen, dass das Brot gebacken ist. Mhm. Ja. Natürlich, wenn das jetzt dann, das müsst ihr auch relativ gleich machen, deshalb hat man jetzt nur eins im Ofen, weil wenn es dann eine Weile außen liegt, ja, dann funktioniert der Effekt halt nicht mehr. Ja. Ja, hört sich schon anders an. Ja.
so hört sich's an. Auch natürlich, ja, von der Krustebildung oben, ja, ist jetzt nicht so aussagekräftig, wenn man da drauf klopft, also wirklich der Boden nehmen. Ich sage, wenn es sich so anhört, ja, dann ist durchgebacken. Wir haben hier jetzt heute eine ganz neue Brotform entwickelt. Das hier ist eigentlich ein ganz toller Ausbund. Und zwar ähnlich wie eine Schweizer Spezialität, das sogenannte St. Galler Brot. Mhm. Das sieht nämlich so aus. Ja. Und es ist auch relativ schwierig, das eigentlich so aufzuarbeiten, aber wie ihr seht, haben wir es heute geschafft. Ohne es zu wollen. Ohne es zu wollen. Ja. Und ihr seht auch hier, ich finde es wirklich eine ganz tolle, rustikale Farbe. Wir haben hier jetzt nicht den richtig steigen Glanz, ja, weil wir auch jetzt nicht die explosive Wasserdampfentwicklung hatten. Ja. Hier haben wir jetzt einfach auch mal ein bisschen so einen Holzofen-Look, ja, ja. Rustikal. Und ich finde es auch ganz interessant, wie das Brot aussieht. Ja. Hier auch mit den zwei Schnitten. Ja. Genau. Und ja. Ist natürlich auch suboptimal mit dem Ofen halt, mit der geringen Menge. Das wollen wir nochmal betonen. Das war nicht optimal, ja. Ich glaube, klar, also bei der geringen Menge, ja. die Ofenbelegung ist halt wirklich nicht gut. Das wird halt, wie gesagt, eigentlich so ein Herd schon voll sein mit 12 bis 15 so Brote, ja. Ja. Dann haben wir auch eine ganz andere Teigentwicklung und eine Entwicklung vom Produkt, ja. So ist es halt ein bisschen schwierig, das zu handeln. Aber ich finde es trotzdem wirklich auch toll. Ich finde auch hier die Farbgebung ganz toll. Das karamellfarbene, honigfarbene. Ja. Und da halte ich mal drauf. So. Ja, also hier ist nichts gekünstelt. Ja, wie gesagt, zeigt es eigentlich, dass der Teig einfach auch lebt und Handwerk auch dahinter steckt. Ja. Und hier haben wir unser Chapeau, ja. Chapeau hier, dass es hier so ein bisschen aufreißt, das bewegt auch das Öl, ja. Chapeau, da das Sprichwort aus dem Französischen, Hut ab oder Chapeau, Hut ab. Schau mal her, also, ja. Und ja, wenn so Brote machen wir auch dann immer samstags mit das Chapeau, wenn natürlich dann so 10-12 Stück im Laden liegen, ja, und alle so Klappe auf, wird richtig, ja. Richtig geil aus. Ja. Sieht toll aus. Und zum Auskühlen lassen, hier ist jetzt nicht optimal, direkt auf so eine Alu-Unterlage. Am besten ist ein Gitter, ich hole mal schnell eins. Also am besten zum Auskühlen hier so ein Kuchengitter, ja, das bringt es halt ab da zu Hause, ja. Und so einfach drauf, hier ist optimal. Ja, hier haben wir dann ein bisschen einen Luftdurchzug, also im Auskühlen unten, ja, und nicht direkt auf so einer Unterlage, ja, da fängt es dann leicht an, feucht zu werden, ja, durch die Hitzeentwicklung, ja. So auskühlen lassen, ja, und wie gesagt, das Sprichwort, man kriegt von warmem Brot Bauchweh, ist Schmu, ja, ihr könnt es eigentlich sofort genießen, weil wir haben hier keinerlei Zusatzstoffe drin, wir haben ein ehrliches Produkt, ja. Und da können wir auch dann warmes Brot verzehren. Geil. Und das machen wir jetzt auch direkt, würde ich sagen. Genau. Wir schneiden es auf. Ich hole noch meinen Holzblock und mein Messer. Und vor allem kann auch ich so langsam nicht mehr warten. Wenn die ganze hier in der Backstube ist und die tollen Gerüche hier hat und auch die Sachen liegen sieht, da bekommt man doch relativ schnell Hunger. So, hier mein exklusives Brotschneidebrett. Extra dann zum Brotsommelier-Lehrgang dann angeschafft. Ja. Hier mit der Einkerbung fürs Messer, perfekt. Ja. Schneiden wir es an. So, und das darf jetzt richtig krachen. Was soll es auch sein, ja? So, und jetzt. Wow. Voilà. Genau so kenne ich es. Also das geil. Duftfernsehen oder Duft-YouTube ist ja noch nicht erfunden worden, aber. Ja, also wir nehmen jetzt mal, ja, danke. Ihr guckt da mal aufs Bild, so wie er macht, der Brotsommelier. Ja. Also ganz, wirklich ganz tolle, feine Weizennote, mildsäuerlich, ja, kommt vom Sauerteig. Ruhig dabei mal die Augen dabei schließen, ja. Ja, und macht es ruhig, dass ihr wirklich, wenn ihr wirklich euer Produkt, euer eigenes Brot dann gebacken habt, ja, riecht dran und ja, riecht wie Freiheit.
die Freiheit. Vielleicht kann man das auch noch kurz in die Kamera, vielleicht sieht man es auch. Also es ist auch nicht starr hier. Ist natürlich jetzt auch noch, immer noch sehr flexibel, wenn es so frisch ist. Und auch überhaupt nicht teigig oder zu feucht hier innen drin. Nee, ist ganz, ja, die ist richtig stabil, ja. Also die Stärke ist richtig gut verkleistert. Ja. Hier haben wir auch das Porebild, ganz normal, ja, von einem handwerklich hergestellten Brot. Gar nicht schlimm. Ja, früher haben die Leute immer gesagt, da hockt der Bäcker drin. Ja, um aber, Geld zu sparen. Wie gesagt, sowas kann man nicht beeinflussen. Ja, das ist einfach ein Prozess, wo halt einfach dabei entsteht, beim Backprozess, bei der Teigruhe. Und ich denke, das gehört einfach dazu. Solche tolle Porung und ja, gut. Dann fällt halt mal die Butter durch oder die Marmelade, ja. Aber so ist halt. So ist. Dafür hat man ein Qualitätsprodukt. Natürlich. Ja. Und jetzt noch vielleicht noch die allerletzte Frage. Wir haben heute, glaube ich, sehr viele Fragen klären können, auch die eventuell aufgekommen wären. Wenn man es jetzt natürlich noch länger ruhen lässt und nicht gleich aufschneidet, ist natürlich für den Geschmack eigentlich nochmal förderlich oder auch für die Lagerung dann später. Mhm. Natürlich. Ja. Also ich denke immer, ein Brot, so, also zum Verzehrsfähig, ist eher so am nächsten Tag optimal, sage ich mal. Auch bei diesem Produkt, ja, bei dem Dinkel-Roggenbrot, ja, hätte man jetzt heute Baguette gebacken, hätte ich gesagt, also ein gutes Baguette lasst man nicht länger als 2 Stunden liegen. Ja. Das sollte man halt verzehren, aber hier bei den Mischbroten, wo wir jetzt hier machen, ist wirklich am nächsten Tag wirklich noch viel besser, ja. Also zu 80% vom Aroma kommt ja hier von der Kruste, ja, und bei der Lagerung, wo eigentlich jetzt schon beginnt, ne, dringen die Aromastoffe halt ständig dann in den Prozessen innere, wenn die kommen. Ja. Und zur Lagerung, das ist halt auch natürlich verbraucherabhängig, wie will ich mein Brot, ja, merke mir ja selber bei der Kunden, wenn sie mir eins fragen, dann muss ich immer fragen, ja, wie hättest du das denn, wie hättest du ihr Brot denn gern, ja, soll halt noch schön knackig sein, ja, dann empfiehlt sich halt natürlich nicht der Polybeutel oder der Plastikbeutel, ja, dann wird es halt eher weich oder knatschig, wie man halt sagen, ja. Dann ist halt einfach schlichtweg die Papiertüte, ja. Oder halt der Leinebeutel. Ja. So bleibt es dann halt außen noch ein bisschen knackig. Ja. Ja. Um natürlich aber lang Freude am Brot zu haben, ist die beste Lagerung der Tontopf. Ja. Ja, mal der optimale Wasser-Luftaustausch, ja. Feuchtigkeit gibt das Brot ab, die sammelt sich dann in dem Tontopf oder Römertopf. Ja. Und gibt es dann auch wieder quasi im Umkehrschluss an das Gebäck ab. Ja? Also die ganz ursprüngliche Lagerungsmethode, eben keine abgeschlossene Plastikbox, sondern Tongefäß, was dann, sagen wir jetzt mal, atmen kann. Genau, was atmen kann. Ja. Was hier aber wichtig ist, jetzt gerade, wenn wir jetzt dann in die heißen Monate gehen, ja, dass man gerade den Tontopf immer, also fast nicht täglich, aber 2-3 Mal in der Woche gut reinigt, auch mit Essigwasser. Ja. Ne? Weil sonst haben wir wirklich auch ganz schnell Schimmel drin, bei dem Sommer, wo man letzte hatte, das war schon extrem. Da muss man schon aufpassen. So, natürlich sollte man auch scharfes Messer haben. Entsprechendes Messer. Ja, ganz wichtig, damit man das Brot nicht zerdrückt. Ja. Ja, so. Vielen lieben Dank. Stoßen wir noch so an. Funktioniert. Also. Wie früher. Brauchen wir nichts zu sagen. Brauchen wir nichts. Ja, und ihr seht, ein gutes, handwerklich hergestelltes Brot. Kann auch wie heute jetzt der Alleinunterhalter sein. Ja. Vielleicht jetzt noch ein Salzbutter. Morchelbutter. Morchelbutter, genau. Hier kommt ein Video auf dem Kanal. Also, aber sonst, ja. Die Kruste ist richtig frisch, die kracht und richtig kross, ja. Und ja, ist wirklich was Tolles. Und ich sag, merkt euch eins, unser Kulturgut Brot ist die günstigste Art, sich Luxus zu leisten. Ja, ja? Das kann ich unterstützen, die Aussage. Also ja, ich ziehe meinen Hut. An der Stelle vielen lieben Dank, Steffen. An die Leute da draußen, Feedback, Kritik. Und so weiter, alles wie immer unten in die Kommentare. Es war für uns beide das erste Mal, dass wir hier so ein Video in der Backstube gedreht haben. Aber die Leute sagen bei meinem Kanal immer, sie mögen das Authentische.
Und ich glaube, authentischer kriegt man es nicht hin. Und wie gesagt, einfach der Einblick hier in eine Bäckerei zu bekommen von einem Brotsommelier. Ja, vielen lieben Dank nochmal dafür. Ja, gerne. Also es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Auch ich muss mich bedanken, Max, bei dir, dass du natürlich die Zeit hast und auch... Ich habe mehr Zeit als du. Naja, und natürlich auch dir du so im Vorfeld viel Gedanken gemacht hast, wie man das aufzieht, ja. Und von dem her finde ich es ja, richtig toll. Und wie gesagt, ich denke, wir werden noch weitere Videos machen. Ja, wie gesagt, super. Also wirklich unendlich viele Produkte, wo man wirklich richtig gut spielen können. Und was ich aber immer noch sage, was auch ein Stück weit zu unserer Philosophie gehört, da wir zwar jetzt hier wirklich auch genießen, ja, für uns ist auch wichtig, dass das Recht auf Genuss alle haben. Ja. Ja, auch die, wo halt nicht so viel haben, auch die armen Leute. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir hier gucken, dass man so wenig wie möglich wegschmeißt oder auch gar nichts. Ja? Dass man auch dann mit der Brettener Tafel zusammenarbeitet, mit Familien in Not. Familien in Not. In Bruchsal, und jetzt noch mit den Food Savers in Karlsruhe seit Neuestem. Ja, finde eine ganz tolle Sache. Und wenn es dann natürlich heißt und was dann die Rückmeldung bekommt von den ehrenamtlichen Personen, die Familie hat sich so gefreut und haben ein Stück Brot vom Brotsommelier bekommen, ist das eigentlich fast das Wichtigste für mich. Super. Das ist eine klasse Message zum Schluss. Ich habe wirklich absolut nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin, ich glaube, das erste Mal auf meinem Kanal ist dann doch sprachlos. In dem Sinn Verabschiedung. Ich danke euch oder wir danken euch wie immer fürs Zuschauen. Wünschen euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Aber jetzt machen wir es nochmal zusammen. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Oh Gott. Oh Moment, jetzt. Ich bin sprachlos, hatte ich. Okay, jetzt bekommen wir es hin. Wir danken euch wie immer oder zum ersten Mal fürs Zuschauen. Wünschen euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Ciao.